Sie verletzen meinen Sohn. Immer wieder ruft Jasmine Hadley diesen Satz und versucht, ihr einjähriges Kind festzuhalten. Mehrere Beamte entreißen ihr den kleinen Jungen gewaltsam, halten Beobachter mit Elektroschockern fern. Die 23-jährige Frau wurde daraufhin festgenommen. Ihr wird unter anderem Widerstand gegen die Polizei und schädigendes Verhalten gegenüber ihrem Kind vorgeworfen. Which is absurd. Es ist absurd. Was ich betonen möchte, wegen dieser Anklage ist der Richter der Forderung des Bezirksstaatsanwalts gefolgt und hat umfassenden Schutz für das Kind angeordnet. Das bedeutet, Miss Hadley darf ihr eigenes Kind gerade nicht sehen. That Miss Hadley is not able to see her child right now. Aufgenommen hatte das Video eine Augenzeugin in einer Sozialeinrichtung, in der Menschen mit geringem Einkommen unter anderem Lebensmittelmarken beantragen können. Weil keine Sitzplätze frei waren, hatte die 23-Jährige sich Berichten zufolge auf den Boden gesetzt. Das wollten Sicherheitsbeamte der jungen Mutter verbieten, woraufhin ein Streit entbrannte. Als die Polizei kam, eskaliert die Situation völlig und Mutter und Kind werden gewaltsam getrennt. The mother didn't endanger the welfare of the child. The actions. Nicht Miss Hadley hat das Wohl ihres Kindes gefährdet, sondern das Verhalten der Beamten. Wir verlangen, dass die Vorwürfe gegen sie aufgehoben werden. Wir fordern, dass Jasmine Hadley entlassen wird und sie ihr Kind wiedersehen kann. Die Familie von Jasmine Hadley ist außer sich und fordert Konsequenzen für die Polizisten, die für diesen Einsatz verantwortlich waren.